dass ich Wissenschaft und wirtschaftliche Ausnutzung, was denn ja Innovation ist, so verbinden konnte. Ich glaube, das waren viele glückliche Umstände dabei. Dass man an den richtigen Themen arbeitet, dass man die richtigen Mitarbeiter hat. Insgesamt eine sehr glückliche Karriere. Professor Detlef Riesners Forscherleben begann in den 70er Jahren. Als Biophysiker promovierte er beim Chemie-Nobelpreisträger Manfred Eigen, hatte früh seine erste Professur in Darmstadt und den Mut zu Außenseiterthemen. Viroide und Prionen, winzige Krankheitserreger, damals ein durchaus umstrittenes Thema. Und trotzdem bin ich da eingestiegen, weil ich sagte, es ist aber so spektakulär und es hat sich gezeigt, es gab sie doch. Und sie sind heute ein großes Forschungsthema geworden. Zum Beispiel BSE, der BSE-Erreger, wurde deswegen so schnell aufgeklärt und man hat ihn in den Griff bekommen, weil man die ganze Vorarbeit über solche Erreger schon geleistet hatte. Immer etwas seiner Zeit voraus gründete er 1984 zusammen mit drei seiner Doktoranden die Firma Kiagen, eines der ersten Biotechnologieunternehmen in Deutschland. Als wir stärker an Viroiden gearbeitet haben und wir merken, diese kleinen Nukleinsäuren, die musste man für biophysikalische Messungen ganz sauber ins Reagenzglas bekommen. Und das war nur sehr umständlich möglich. Und da haben wir, das war denn eine Doktorarbeit, eine Methode entwickelt, wie man diese Viroide wunderbar aufreinigen konnte. Und denn weltweit hat man gesehen, Donnerwetter in der Gentechnologie, da braucht man genau die Methode. Heute ist das Unternehmen aus NRW Marktführer, wenn es um die Analyse von Erbgut geht. Mehr als 10 weitere Unternehmensgründungen sollten folgen. Ob Biotech-Firma oder Wissenschaftstransfer, Riesner brachte erfolgreich sein Know-how ein. Dabei behielt er Lehre und wissenschaftlichen Nachwuchs immer im Blick. Neben diesen ganzen Engagements bei Firmen war mein Hauptberuf immer Hochschullehrer, das ist klar. Und ich hatte hier in der ganzen Zeit den Lehrstuhl. Wegen einer Firma ist nicht eine einzige Vorlesung ausgefallen, ja. Besonders verbunden war und ist Detlef Riesner der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Hier baute er in den 80er Jahren das Institut für physikalische Biologie auf, wurde vielfach ausgezeichnet, engagierte sich rund 10 Jahre als Mitglied des Hochschulrates. Wichtig war ihm immer, etwas zurückzugeben. Als Kiagen an die Börse ging, da haben natürlich die Gründer einen großen Packen von Aktien bekommen. Das heißt, wir haben richtig Geld verdient. Aber ich konnte sie animieren, dass wir doch zusammen eine Stiftung für die Universität gründen. Das heißt, der Universität etwas zurückgeben für das, was wir ja an Wissen dabei herausgenommen haben. Riesners Gründerstiftung förderte mehr als 60 Doktoranden, unterstützte die Anschaffung wichtiger Forschungsgeräte und initiierte eine bis heute existierende Stiftungsprofessur für Entrepreneurship. Hier beginnt für Riesner der Kreislauf. Die erste Grundvoraussetzung für eine Innovation in meiner Welt ist gute Grundlagenforschung. Das ist die wichtige Voraussetzung. Aus der guten Grundlagenforschung, da muss man den Blick haben, dass man sagt, Donnerwetter, das ist ein sehr schönes Ergebnis, muss publiziert werden. Aber das kann man auch in der Anwendung ausnutzen. Ja. Ein Leben für die Innovation. Immer getrieben, Wissenschaft und Wirtschaft zusammenzubringen, weiterzudenken und Nachwuchs anzutreiben. Der Innovationspreis in der Kategorie Ehrenpreis geht an Professor Detlef Riesner und sein Lebenswerk.